dich. Lass Lichtstrahlen aus deinen Fußsohlen kommen. Die tief in die Erde reichen, um dich zu entspannen, dich zu beruhigen. Erde dich. Stell dir nun vor, dass du dich auf einer Wiese befindest. Diese Wiese mag sehr weit sein, ohne Ende, ohne Anfang, so wie auch du bist, ohne Ende, ohne Anfang. Du gehst auf dieser Wiese spazieren. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Inmitten dieser Wiese zeigt sich dir nun ein Baum. Ein großer, kräftiger, sehr alter Baum. Vielleicht sind da Blüten auf diesem Baum, vielleicht trägt er Früchte, vielleicht ist er kahl und knorrig. So wie du diesen Baum siehst, so ist es vollkommen richtig. In dieser Phase befindest du dich gerade, so wie dieser Baum sich dir zeigt. Geh nun hin zu diesem Baum. Du kannst schon spüren, während du auf ihn zugehst oder schon bei ihm bist, es verändert dich. Es ist der Baum des Lebens, der Baum der ewigen Kraft. Setz dich nun hin, lehne dich an diesen deinen wunderbaren Baum. Spüre ihn in deinem Rücken, spüre die Kraft, die er dir sendet. Ein Baum ist intensivst mit Mutter Erde verbunden. Ein Baum stellt sämtliche Verbindungen her zum Universum durch seine Äste, durch seinen Stamm, seine Ringe, sein altes Sein.
überreicht er dir sämtliche Klarheit, Kraft, Wissen, Informationen. Heilung, Stabilität, die du benötigst in dieser besonderen Zeit. So lehne dich an diesen und genieße die Energie, die nun beginnt zu fließen. Wieder kannst du dich an diesen anlehnen, auch im Alltag. Wenn es dir mal nicht so gut geht, denk an deinen Baum, fühle ihn und es verändert dich. Denn in kürzester Zeit ein Gedanke an diesen Baum und du bist dort. Im Alltag, im größten Trubel, spürst du dann die Ruhe und Kraft in dir, die du gerade zu diesem Moment benötigst. Ruhig und regelmäßig, doch ganz bewusst ein und aus. So wirst du noch mehr eins mit dir und dem Leben. Jemand möchte sich neben dich setzen. Schau, wer da auf der Wiese sich befindet und zu dir kommen möchte. Alles, was du bisher erlebt, erfahren hast, welch Schmerz, welch Freude, all dieses war wichtig, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Bedanke dich bei sämtlichem Schmerz, sämtlichen Ängsten, sämtlichen Freuden, sämtlichen Heilstrukturen. Bedanke dich. Nun beginnst du neu, neu zu leben. Und derjenige, der nun bei dir ist,
kann dich begleiten. Steh nun auf und entferne dich ein paar Meter von dem Baum des Lebens. Drehe dich nun um und schau diesen Baum erneut an. Er hat sich verändert. Er zeigt dir deine neue Lebensphase. Begonnen hat. Verneige dich vor ihm, bedanke dich bei ihr . Drehe dich wieder um. Und plötzlich vor dir tut sich ein Weg auf. Es ist nicht nur Wiese, sondern in dieser Wiese ist nun ein Weg. Du kannst Gewisses klarer sehen nun in der Zukunft in deinem Leben. Du wirst dir leichter tun in den Entscheidungen treffen. Mehr Kraft haben können für das eine oder andere. Beschreite nun diesen Weg mit deiner Begleitung oder auch allein, so wie du es durchführst, ist es richtig. Fühle den neuen Boden unter deinen Füßen. Dadurch kommt ebenso etwas sehr Wichtiges bei dir an. Nämlich die Selbstliebe. Du darfst, ja sogar sollst, dich lieben, so wie du bist. Dieser Weg hat kein Ende. Ganz im Gegenteil. Alles beginnt nun. Alles ist gut. Alles ist gut. Wenn du zu einer Weggabelung kommst, versuche nicht nach deinem Kopf zu entscheiden, sondern folge stets deinem Herzen, deinem Gefühl. Mag sein, dass
deine geistige Begleitung sich wieder verändert, du jemand anderer an deiner Seite benötigst. Auch das hat seine Richtigkeit. Doch stets darfst du dich auf dich konzentrieren und auf deine Kraft. Genieße deinen neuen Weg. Du brauchst nicht wissen, was da vorne kommt oder was jetzt geschieht, weil du alles, was du benötigst, auf diesem Weg in dir trägst oder in dein Leben ziehen kannst. Alles, was du brauchst, holst du dir oder es ist bereits in dir. Auch der Baum hat immer wieder Antworten für dich, wenn du es denn benötigst. So kannst du diese Meditation immer wieder durchführen, wann dir danach ist. So kehre nun langsam in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Finger und Zehen und werde dir bewusst, wo du dich gerade befindest, wo dein menschlicher Körper gerade ist. Öffne deine Augen, wann dir danach ist, und kehre ganz in das Hier und Jetzt zurück.